Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Bufdepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Es gibt immer wieder die Frage, Mangelernährung. Wenn du dich gesund ernährst, kannst du überhaupt mangelernährt sein? Und an was fehlt es dir dann? Häufig werden ja Vitamine genannt, aber das Häufigste, und das ist das, worauf wir heute ein bisschen eingehen werden, sind Mineralstoffe. Mineralstoffe sind so sehr wichtig für unseren Körper. Und wenn dich das Thema Mineralstoffe interessiert und du sagst, okay, komm, was gibt es denn da für wichtige Positionen, dann schau dir auf jeden Fall das Video an und wir gehen jetzt mal rein. Also, Mineralstoffe müssen wir erstmal unterscheiden, sind erstens Spurenelemente und zweitens sind es Elektrolyte. Zu den Spurenelementen, da zählen ganz, ganz wichtige Stoffe wie Selen, wie zum Beispiel Jod, Eisen. Also warum heißen die auch Spurenelemente? Weil die in so geringem Umfang bei uns im Körper vorkommen, also nur in Spuren, und deswegen nennt man die auch so. Aber die sind extrem wichtig, da gehen wir später nochmal ganz ins Detail drauf ein. Und die Elektrolyte, die sind für unseren Wasserhaushalt, aber verschiedene andere Prozesse im Körper auch sehr wichtig. Das ist Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium. Also nur, dass du Bescheid weißt. Mineralstoffe extrem wichtig, nehmen wir sehr viel über unsere Nahrung auf, aber es gibt mindestens zwei, wo wir ganz, ganz genau schauen müssen, ob du die vielleicht noch supplementieren musst. Also gehen wir rein. Wichtig bei Mineralstoffen, die sind, auch wenn die so gering nur vorkommen im Körper, extrem anfällig, wie du die einnimmst. Das heißt, kauf dir nur Produkte, die auch wirklich seriös sind, weil es gibt, sage ich mal, von den Mineralstoffen Produkte, wenn du die überdosierst, da kannst du im Endeffekt schwerste Nebenwirkungen bekommen. Ja, nehmen wir einfach nur mal Eisen. Wenn du eine Überdosierung Eisen einnimmst, kann das sogar bis hin zum Tod führen. Deswegen muss man gucken, dass die Produkte auch wirklich gut sind. Und wenn du da nicht sicher bist, dann frag lieber nochmal mit dem Arzt nach. Würde ich grundsätzlich auch machen. Nicht eigenmächtig die Sachen einnehmen, weil da gibt es ganz, ganz viele Dinge zu beachten. So, warum kann man grundsätzlich an Elektrolyten einen Mangel bekommen? Es ist so, wenn du sehr viel schwitzt, das kann dadurch passieren, dass du viel Sport machst oder in sehr heißen Gefilden unterwegs bist, dann gehen die Elektrolyte runter. Die zweite Ursache ist, wenn du eine Magen-Darm-Erkrankung, Durchfall, Erbrechen hast, dann fahren die Elektrolyte auch maximal runter. Und es gibt auch natürlich bei Nierenerkrankungen oder bei verschiedenen Arzneimitteln, die man einnehmen kann, ein Elektrolytdefizit. Zum Beispiel, wenn man sehr häufig Abführmittel einsetzt, dann ist die Elektrolythaushalt maximal gestört. Da muss man wirklich drauf achten, weil das kann zu einem Teufelskreis führen. So. Jetzt gehen wir mal ins Detail. Wir gucken uns mal verschiedene Mineralstoffe an. Mir ist wichtig, wenn dich noch irgendwas interessiert, dann schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Calcium. Calcium ist ein unglaublich wichtiges Ion im Körper. Man braucht ungefähr 1000 Milligramm am Tag. Und je nachdem, in welcher Situation man ist, sage ich mal, Kinder oder Jugendliche im Wachstum brauchen sogar mehr, genauso Schwangere und auch im stillenden Bereich brauchst du mehr als 1000 Milligramm. Und das Interessante ist, dass es nicht alleine ausreicht, dass du 1000 Milligramm Calcium einnimmst, sondern du brauchst immer noch den Begleiter. Und der Begleiter ist das Vitamin D. Und ohne Vitamin D kann nämlich das Calcium nicht aus dem Darm resorbiert werden und auch nicht in der Niere wieder aufgenommen werden, bevor es ausgeschieden wird. Und deswegen ist diese Kombination Calcium und Vitamin D sehr wichtig. Wir haben ja schon im letzten Video über Vitamin D gesehen, dass Vitamin D eigentlich nur von unserem Körper selbst gebildet wird und nur wenn wir genügend Sonne bekommen. Und deswegen musst du immer darauf achten, im Winter macht es Sinn, wenn man Calcium nimmt, dass man auf jeden Fall Vitamin D in Kombination nimmt. Und viele nehmen das auch schon im Januar, Februar in größeren Mengen. Und das ist deswegen so, weil es präventiv bei Allergien sehr, sehr gut hilft. Präventiv bei Allergien, weil die Einnahme von Calcium führt dazu, dass das Histamin, das für die Allergien zuständig ist, nicht so gut in die Zellen reinkommt.
Und deswegen nehmen Leute, die Allergien haben, auch gerne über 1000 Milligramm täglich Calcium ein, um die Allergie ein bisschen zu reduzieren oder sogar so weit in den Hintergrund zu drängen, dass es gar nicht mehr so schlimm ist für die Allergiker. Deswegen ist Calcium ein sehr, sehr wichtiges Ion. Und Calcium wird in einem Kreislauf grundsätzlich bei uns reguliert. Es gibt da die Geschichte, dass Calcium in den Knochen eingelagert werden kann und natürlich im Blut vorhanden ist. Deswegen, wenn du beim Arzt messen lässt, wie viel Calcium drin ist, ist es immer nur die Blutkalziumwert. Dann meistens macht es noch Sinn, den Urin zu messen. Und wir haben natürlich sehr, sehr viel Calcium im Knochen eingelagert. Und dann gibt es zwei wichtige Parameter, die dann dafür sorgen, dass du immer genügend Calcium im Blut hast, auch wenn du eigentlich zu wenig Calcium hast. Das ist einmal das Calcitonin. Und das ist in der Schilddrüse wird das gebildet und einmal noch das Parathormon, das wird in der Nebenschilddrüse gebildet. Und die zwei sind sozusagen die Regulatoren von Calcium. Das heißt, wenn zu wenig Calcium da ist, dann fährt das Calcitonin runter und das Parathormon hoch und umgedreht ist es ganz genauso. Und die ergänzen sich und wenn es da eine Störung gibt in unserem System, dann geht auch das Calcium in ein Ungleichgewicht. So, das Thema Calcium haben wir jetzt genügend besprochen. Wo ist alles Calcium drin? Und das ist früher ganz klar gewesen, hat man nur die Milch macht's gesagt. Das ist auch so, aber wenn du Milch nicht vertragen solltest, ist auch sehr viel in Gemüse, in grünem Gemüse drin. Damit kannst du sehr viel supplementieren, auch in Soja ist Calcium sehr viel drin. Und durch eine gesunde, sehr, sehr gute Ernährung kannst du Calcium eigentlich auch ohne Supplementierung sehr gut aufnehmen in den Körper. Bei Mangel an Calcium, wie kannst du das eigentlich erkennen, ob du vielleicht zu wenig Calcium drin hast? Und es gibt mehrere Symptome, die man gefunden hat. Das ist einmal so ein Kribbeln auf der Haut, ja, wenn du das häufiger hast, oder unspezifische Sachen, wenn du viel Haarausfall hast oder leichter zur Erschöpfung neigst, kann das auf jeden Fall sein. Im Alter kannst du das auch in der Knochendichte messen, weil es immer so ist, wir ziehen natürlich das Calcium aus dem Knochen heraus und das heißt, wenn zu viel Calcium rausgezogen wird, dann geht die Knochendichte runter und das ist dann der Hintergrund, wo du dann genau messen kannst, wie ist wirklich dein Calciumwert im Gesamtkörper zu sehen. Gut, dann gehen wir zu dem nächsten und das nächste ist das Eisen. Ich habe hier Eisen 2 plus und 3 plus geschrieben, weil es gibt unterschiedliche Eisenformen und das mit der Nahrung aufgenommene Eisen ist das 2 plus Eisen, also darauf musst du achten, 2 plus Eisen kann der Körper über die Nahrung aufnehmen und das 3 plus Eisen, das kann man nur, wenn man es injiziert, das kann man dann nur aufnehmen. Das heißt, wichtig ist das zweiwertige Eisen. Und was sind so gängige Dinge, wenn du einen Mangel hast? Das ist einmal, wenn du ganz blasse Haut hast, wenn du so im Mundwinkel Einrisse hast. Das ist ganz charakteristisch. Das Immunsystem sehr geschwächt. Das heißt, wenn du häufiger krank bist, ist Eisen auch ein wichtiger Trigger. Und Eisen ist auf unserem roten Blutfarbstoff drauf, auf dem Hämoglobin. Und das Hämoglobin transportiert unseren ganzen Sauerstoff durch das Blut in den gesamten Körper. Das heißt, wenn du so müde bist, Konzentration nicht halten kannst, lass auf jeden Fall mal das Eisen bestimmen. Wer hat einen erhöhten Eisenbedarf? Das sind Schwangere, Stillende, aber auch Kinder im Wachstum. Und da muss man immer mal drauf achten, weil Eisen wirklich sehr, sehr wichtig ist. Aber nicht eigenmächtig einfach einnehmen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. So, wie viel sagt die Weltgesundheitsorganisation haben Menschen einen Mangel an Eisen? Die sagen, 25-30% an den ganzen Menschen auf der Welt haben einen Mangel. In der Schweiz und in Europa ist es meistens eigentlich nur bei 7%. Gezielt aber mehr Frauen als Männer und Jugendliche, die haben auch einen erhöhten Bedarf. Okay, warum kommt es eigentlich zum Mangel bei Eisen? Und das ist auch relativ spannend. Es ist natürlich erstens die Ernährung. Zweitens gibt es aber auch verschiedene Erkrankungen, die das befördern oder Arzneimittel, die das rausziehen. Und es gibt ganz, ganz witzig verschiedene Nahrungsmittel, die Eisenaufnahme reduzieren. Dazu zählt zum Beispiel Coca-Cola, dazu zählt Kaffee, dazu zählt aber auch schwarzer Tee oder Rotwein. Und dann gibt es aber auch den Gegenspieler, die es schaffen, vermehrt Eisen in den Körper reinzupumpen. Und dazu zählt das Vitamin C und die Fructose.
Das heißt, Eisen, wenn du das zu dir nimmst, das ist, ja, wie soll ich sagen, immer eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil viele Dinge das beeinflussen. Und früher, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, gab es die Sendung Popeye. Popeye hat ja immer den Spinat gegessen und wurde dann richtig stark. Und das haben wir auch lange geglaubt, dass Spinat wirklich ein super Eisenlieferant ist. Und man hat gedacht, okay, wir haben 35 Milligramm pro 100 Gramm Spinat im Eisengehalt drin. Und jetzt hat man einfach gemerkt vor mehreren Jahren, dass die Kommastelle falsch war. Und es nur 3,5 Milligramm sind. Und deswegen ist Spinat gar nicht so der Träger von Eisen. Hierzu zählen mehr so Hülsenfrüchte, Rindfleisch ist sehr, sehr wichtig. Und zum Beispiel aber auch Nüsse, auch ein sehr guter Eisenlieferant. Wo ist es drin, haben wir schon gesagt. Wir kommen zu dem allerwichtigsten Ion, dem Jod. Weil Jod wurde vor Jahren so eine Initiative sogar gegründet, weil wir so einen starken Jodmangel bei uns in Deutschland hatten und verschiedene Schilddrüsenproblematiken, Stoffwechselerkrankungen allein durch diesen Jodmangel ausgelöst wurden. Und in Deutschland haben wir immer noch 30% Jodmangel unter der Bevölkerung und deswegen ist es wichtig, dass du darüber Bescheid weißt. Und es gibt deswegen extra dieses jodierte Speisesalz. Weil wir es nicht schaffen, über die normale Ernährung wirklich unseren täglichen Bedarf zu decken, solltest du auch gucken, weil immer Salz wird verteufelt, aber jodiertes Speisesalz ist nicht so unwichtig, weil Jod wirklich ein Ion ist, was den Stoffwechsel beeinflusst, was die Schilddrüse beeinflusst, also auch die Schilddrüsenhormone, und die haben unglaublich viele Effekte auf verschiedene Prozesse, den Knochenbau, dann ob du, sag ich mal, fit bist und sag ich mal, auch wach konzentriert bist. Also Jod, wirklich eine Geschichte, die sehr häufig unterschätzt wurde und die jetzt zum Glück in Angriff genommen wurde, indem man auch das Salz jodiert. Da ist meistens sogar noch Fluorid oder Folsäure mit dabei, was auch sehr förderlich ist. Und deswegen Jod, wirklich darauf achten, weil über die normale Nahrung kann man, sag ich mal, über Fisch das natürlich sehr gut generieren oder über Algen, also wenn du Sushi isst, ist es eigentlich ideal für die Jodversorgung. Aber ansonsten haben wir durch das jodierte Salz eigentlich den Benefit, dass du es über die Nahrung gut hinbekommst. Was ich trotzdem sagen muss, ist, das ist alles in Mikrogramm. Im Mikrogramm-Bereich, wenn du in den Gramm-Bereich gehst, 2 bis 3 Gramm Jod bei Jodtinktur oder so etwas, dann ist das tödlich. Also das ist immer auch so wichtig bei den Elektrolyten oder Spurenelementen zu wissen, dass die Range, wo etwas gesund ist, bei manchen größer ist und bei manchen kleiner. Und wenn du überdosierst, dann kann das extrem schädlich sein. So, dann kommen wir jetzt zum Kalium. Kalium ist wie das Natrium für den Wasserhaushalt zuständig, aber hat auch wichtige Eigenschaften für den Stoffwechsel, für die Muskeln, für die Nerven, Reizweiterleitung. Und Kalium ist eines der Ionen, was im Krankenhaus die häufigsten schweren Komplikationen auslöst. Weil Kalium ein Ion ist, was eine ganz, ganz geringe therapeutische Breite hat. Was bedeutet therapeutische Breite? Das heißt, Kalium hat, wenn man das überdosiert, geht das sehr, sehr schnell. Und auch wenn es zu wenig im Körper ist, hat man sehr, sehr schnell Herzrhythmusstörungen. Die können sehr schnell lebensgefährlich sein. Also Kalium kann man nur wirklich unter Kontrolle des Arztes auch einnehmen. Das empfehle ich auch, weil es einfach ein sehr sensibles Ion ist. Ganz, ganz sensibel, aber sehr, sehr wichtig. Häufig auch Krämpfe, nicht nur durch Magnesium, sondern durch Kalium auch verursacht. Wo ist es drin? In Obst, wie Bananen, Himbeeren, in Gemüse, auch in Hülsenfrüchten. Also wirklich, wenn man sich gut und gesund ernährt, kriegt man eigentlich genügend Kalium über die Ernährung. So, jetzt gehen wir zum Vorletzten, das ist das Magnesium. Wir kennen Magnesium meistens darunter, dass man sagt, okay, das ist das Produkt, was die Krämpfe löst. Und das ist es auch, aber Magnesium ist auch der Gegenspieler von Calcium. Calcium ist für die Kontraktion des Muskels zuständig und Magnesium dann für die Entspannung des Muskels. Und deswegen ist
Magnesium für Herz, für das Herz-Kreislauf-System, für Muskulatur, aber auch für die Knochen extrem wichtig. Und wie viel Milligramm sollte man einnehmen? Die Range geht von 300 Milligramm täglich bis 700 Milligramm täglich. Und 700 Milligramm täglich ist für Schwangere und Stillende extrem wichtig und für Kinder. Da sollte man immer darauf achten, wie alt das Kind ist. Aber im Wachstum braucht man auch vermehrt Magnesium. Was passiert, wenn man zu wenig Magnesium hat? Magnesium bildet der Körper nicht selber, so wie alle von den Mineralstoffen. Die werden alle nicht vom Körper gebildet. Und Magnesium ist ein Produkt, was, wenn es nicht da ist, zu Müdigkeit führt und auch Herzrhythmusstörungen verursachen kann. Und deswegen sollte man Magnesium wirklich immer im Auge behalten, besonders wenn man auch zu Krämpfen neigt. Magnesium wirklich ein gutes Produkt. So, dann kommen wir zum letzten Produkt und das ist das Zink. Zink ist das Produkt, wo die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass fast 50% der Weltbevölkerung mit Zink unterversorgt ist. Wie viel Milligramm sollte man täglich einnehmen? 15 Milligramm, das sagt die Weltgesundheitsorganisation, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ein bisschen weniger. Aber wenn wir uns angucken, für was Zink alles gut ist, kann man wirklich darüber streiten. Also Zink ist das Produkt für das Immunsystem. Wenn wir häufig krank sind, ist Zink ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann gibt es häufig Zinksalben. Wenn du irgendwelche Entzündungen hast, Entzündungen der Haut, aber auch innerliche Entzündungen, ist Zink sehr wichtig, weil ja über 200 Enzyme und Proteine bei uns im Körper beteiligt ist, Zink. Dann haben wir den Stoffwechsel, der dadurch, dass Zink beim Kohlenhydrat- und beim Fettstoffwechsel wichtige Faktoren mitbringt, ist es so, dass Zink dort ausreichend vorhanden sein muss. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und, das hat man auch herausgefunden, bei Haarverlust ist Zink auch häufig der Faktor, der dafür zuständig ist. Es gibt noch viele, viele Dinge, die für Zink wichtig sind, zum Beispiel auch für die Sexualhormone. Das bedeutet, hier ist, wenn man unfruchtbar ist, Zink auch mal daran zu denken, dass das wirklich auch ein Faktor sein kann. Zwei Tipps gebe ich dann noch mit, wenn man Zinkprodukte wirklich einkauft, weil man sagt, okay, man braucht es oder man hat es mal messen lassen, dass es bei einem nicht passt. Das erste ist, dass Zink wirklich nüchtern eingenommen werden muss. Das heißt, eine Stunde nichts essen, weil alle Mineralstoffe, die, wenn die zusammen eingenommen werden, stören einander. Das heißt, die können manchmal gar nicht miteinander eingenommen werden, sondern müssen in Abständen eingenommen werden, weil die untereinander dann sich neutralisieren oder sogar so behindern, dass es gar nichts bringt, das einzunehmen. Und das ist bei Zink auch der Fall. Bei Zink, Eisen, Calcium, Magnesium. Da muss man darauf achten, dass man die verzögert einnimmt. Und der zweite Punkt ist, ich würde Zink immer als Zink-Histidin-Komplex einnehmen, weil nur da ist es auch wirklich als Komplex perfekt für den Körper zu verwerten. Und das ist grundsätzlich, was ich euch noch mitgeben wollte. Alle Produkte, ob es Calcium-Produkte sind, Magnesium-Produkte, nehmt auf jeden Fall organische Salze, nehmt hochqualitative Salze, weil alles andere kann der Körper gar nicht aufnehmen. Da könnt ihr einfach auch, was weiß ich, Fanta will ich jetzt nicht sagen, aber dann könnt ihr einfach auch Placebo nehmen, weil es nichts bringt. Ihr müsst wirklich hochqualitative Produkte einnehmen, die dann die Mineralien auch so in eurem Körper zur Verfügung stellen. Und das ist bei Zink auf jeden Fall der Fall, bei Calcium und Magnesium der Fall. Das ist noch wichtig, dass ihr das wisst, dass hier nicht jedes Produkt wirklich zu empfehlen ist. Also, wenn euch das Thema Mangelerscheinungen und dann speziell Mineralstoffe gefallen hat und wenn ihr sagt, oh, das würde mich auch noch interessieren, was gibt es denn da noch für Dinge, die auch einen Mangel auslösen können, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut, euer Frank.